Hallo meine Lieben. So, es wird mal wieder Zeit für ein bisschen Real Talk, weil leider die wenigsten ehrlich über dieses Thema sprechen. Habe ich gedacht, ich möchte es auf jeden Fall mal aufrollen, weil von eurer Seite noch in letzter Zeit ganz viele Fragen gekommen sind. Vor allem, ja, wieso hast du jetzt so viel zugenommen? Und ich bin da auch teilweise in letzter Zeit echt böse angemacht worden. Und ja, möchte, wie gesagt, heute ganz ehrlich über das Thema reden, Periode verlieren, wie das wirklich ist, wie man sie fühlt, Wettkampfdiät. Dann habe ich auch ganz, ganz ehrlich meine Blutbilder für euch im Vergleich Off-Season und auch ja, mitten in meiner Wettkampfvorbereitung für euch vorbereitet. Und ja, möchte einfach, wie gesagt, ein reines Quatsch-Video machen, aber es wird auf jeden Fall noch mehr Videos zu diesem Thema geben. Und ja, wie gesagt, ich will da auf jeden Fall ehrlich sein zu euch und ich habe immer, immer, immer mit euch kommuniziert, diese Wettkampfform ist für einen Wettkampf. Und es ist keine Form, die man einfach für eine lange Zeit halten soll und halten kann. Meiner Meinung nach ist es natural unmöglich, als Athlet, vor allem als Frau, eben so richtig krasse Form über eine lange Zeit zu halten. Und halte es auch nicht für sinnvoll. Also ich mache den Sport ja vorwiegend aus gesundheitlichen Gründen. Wobei, wenn man zum Thema Wettkämpfe kommen, ist es eigentlich nicht mehr gesund, und das ist das, was eben die wenigsten wissen, und die sehen halt diese Superform mit Sixpack und kein Gramm Fett mehr am Körper, aber was eigentlich dazugehört und wie man sie fühlt, es ist nicht nur die Disziplin dahinter, die man bei der Ernährung und im Training und so weiter macht, sondern einfach der ganze Körper wehrt sich dagegen. Und genau über das Thema möchte ich halt eben sprechen. Wer das noch nicht so lange verfolgt ist, ich mache jetzt seit 4 Jahren Wettkämpfe und habe mittlerweile auch schon 5 Saisonen hinter mir und ja, habe extreme Hormonprobleme durch Wettkämpfe eben bekommen. Also generell verliere ich in der Wettkampfdiät immer meine Periode. Das ist bei mir eigentlich immer genau ab einem gewissen Körperfettanteil, dass meine Periode einfach ausbleibt. Und was ich jetzt noch dazu sagen wollte, ganz wichtig, ich bin natürlich jetzt kein Arzt. Das sind meine Erfahrungen, meine Blutbilder und ja, wollte ich auf jeden Fall gesagt haben. Für mich war es auch immer wichtig, dass ein Arzt da auch das mitbegleitet, und deswegen habe ich ja die Blutbilder machen lassen. Ja, also so lange mache ich schon Wettkämpfe und am Anfang habe ich ganz normal meine Periode gehabt. Ich habe übrigens zwischen meinem 16. und 20. Lebensjahr die Pille genommen. Aber Thema Verhütung kommt dann ein extra Video und dann noch nicht mehr. Und habe ganz normal meine Regel gehabt. Alles hat ganz normal gepasst. So, nach meiner ersten Wettkampfvorbereitung war dann eben, also in meiner ersten Wettkampfvorbereitung war dann zum ersten Mal meine Periode weg. Und es hat dann einfach wieder Monate gedauert, bis sie das einpendelt hat. Mein Frauenarzt hat das immer ein bisschen schön geredet, muss ich da ehrlich dazu sagen. Und hat gemeint, das ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm. Und wenn man dann auch wieder normal ist, kommt das ja wieder. Aber mittlerweile gibt es da auch schon einige Studien zu dem Thema. Und das ist sehr schlimm, weil dein Körper denkt, du bist in den Wechseljahren. Es wird Knochensubstanz abgebaut, also das ist jetzt das, was wir ja jetzt nicht spüren, aber was ich euch sagen kann und was ich wirklich spüre, ist die Laune. Also man merkt es direkt, dass die Hormone einfach nicht mehr passen. Und da gehören alle Hormone dazu in einer Wettkampfdiät. Nicht nur die Sexualhormone, auf die ich halt eben eingehe, sondern auch das Leptin, also unser Sättigungshormon. Das ist einfach total gestört. Und viele anderen auch. Also Schlafen und so weiter ist ein Problem. Ich kann die Listen endlos fortsetzen. Also gut geht's an so einer Diät ganz bestimmt nicht. Aber man macht das halt aus anderen Gründen. Und ja, also Gründe für einen Wettkampf kann ich auch wieder 10 Minuten drüber reden. Ich will jetzt beim Thema bleiben, deswegen weiter damit. Also Periode verloren, dann wieder kriegt, dann wieder das. Dann war ich wieder im Aufbau, habe sie wieder gekriegt. Das hat immer so 3 Monate bis 6 Monate gedauert, je nachdem wie hart meine Diät war und wie schnell ich eben zugenommen habe. Ist es wieder von selber kommen. Zum Glück. Ich kenne einige Mädels, die es von selber nicht mehr gekriegt haben und dann wirklich Hormontherapien haben machen müssen.
Was es aber letztes Jahr dann bei mir begonnen hat, nachdem ich in der letzten Off-Season meine Regel wieder gekriegt habe, war, ich habe extremst Probleme gehabt mit Schweißausbrüchen. Das ist so, als wie wenn man in den Wechseljahren ist. Man wacht in der Nacht auf, ist batschnass und schweißgebadet. Und es war immer so ein Wochen im Monat. Und dann sind wir auf jeden Fall drauf gekommen, dass mein Progesteronwert eben überhaupt nicht passt. Ich habe zwar damals meine Regel wieder gehabt, aber mein Progesteron war total im Keller. Und das habe ich dann mit Mönchspfeffer zum Glück wieder in den Griff gekriegt. Und ja, jetzt sitze ich da nach der nächsten Wettkampfdiät. Ich war wieder so blöd und habe das gemacht, weil ich es einfach mega gern mache. Ja, und ich habe seit letzter Woche meine Periode wieder. Also ich habe mich jetzt auch mega gefreut, weil ich einfach gewusst habe, das war so mit die härteste, längste Diät und ich war am ärgsten in Form. Also dieses Jahr, ich werde euch da gleich mal ein Video auch einblenden. Also so definiert war ich auf jeden Fall noch nie in meinem Leben und ich habe gewusst, das wird jetzt eine scheiß harte Zeit, noch ein Wettkampf da wieder reguliert zuzunehmen, weil der Körper schreit einfach nach Essen. Ich schwöre es euch. Ich war nach meiner ersten Wettkampfverarbeitung so stark und schnell zugenommen, weil ja, man muss auch einfach zunehmen, weil das ist nicht gesund. Also ich habe jetzt aktuell 8 Kilo mehr oder so. Da kommt als nächstes Video auf jeden Fall ein Form-Update für euch, weil ja, ich mit euch da ganz ehrlich sein möchte. Und ja, also ich muss halt wirklich sagen, so eine Wettkampfdiät zerstört einen körperlich und auch ein bisschen psychisch. Also ich muss sagen, dieses Jahr hat es besser bei mir geklappt. Ich habe nicht so arge Launen und so weiter gehabt. Was auf jeden Fall bei jedem ist, den ich kenne und auch bei mir sehr stark war, ist Libidoverlust total. Also komplett. Boah, redet mich in einer Wettkampfdiät nicht wegen Sex an. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und generell, ich sag mal, wenn man das jetzt wirklich langjährig praktiziert und da nicht auf seinen Körper hört und nach einer Wettkampfdiät nicht wieder zunimmt und seine Regel kriegt, kann das mit dem Kinderwunsch definitiv Probleme geben. Ist jetzt auch der Grund, warum ich jetzt gerade wieder eher sag keine Wettkämpfe mehr. Ich will nicht nie wieder sagen, aber jetzt gerade aktuell, nein. ja. Was ich euch jetzt auf jeden Fall sagen wollte, ist, beziehungsweise darüber reden wollte, sind meine Blutwerte. Und zwar haben wir da einmal eben von 2018 im Juni, da war ich gerade im Aufbau, habe ein normales, gesundes Gewicht gehabt und ja, habe mich rundum gut gefühlt. Ich blende euch das jetzt gleich mal ein. So, also das sind jetzt meine zwei Blutbefunde, einmal aus 2018 in der Offseason und das war 4 Tage vor meinem ersten Wettkampf heuer. Starten wir mal mit Östradiol, also ich werde jetzt auch nur auf die Sexualhormone eingehen. Da haben wir 128 gehabt, das war auf jeden Fall im normalen Referenzbereich. So, wenn wir uns das jetzt da anschauen, bin ich unter 10 gewesen. Also ja, im Endeffekt ist es so, als wäre man schon eben in den Wechseljahren und so fühlt man sich auch. Dann haben wir das follikelstimulierende Hormon, war ich da auch im Normalbereich und da dann deutlich darunter mit 3,4. So, dann das luteinisierende Hormon haben wir da auch im Normalbereich. Und da ist ein richtig krasser Unterschied. 13,2 und 0,3, also wirklich krass. Und zu guter Letzt eben das Progesteron, was ich eben vorher schon angesprochen habe, wo ich auch da damals Probleme gehabt habe. Das war da auch schon relativ tief im Vergleich und ja, da halt jetzt leider ganz tief. Ich werde euch da auf jeden Fall am Laufenden halten mit meinem nächsten Blutbild. Also ich glaube, wenn man sich das jetzt so anschaut, ist es nochmal richtig krass, das auch zu wissen. Ich muss auch sagen, ich habe mich noch nie getraut, wirklich kurz vor dem Wettkampf Blut abzunehmen. Und als ich das dann halt gesehen habe, war das dann nochmal so ein Schlag ins Gesicht, was man eigentlich tut mit sich. Also bisher wollte ich es irgendwie nie wissen und habe das so ein bisschen ausgeblendet.
Aber ja, wenn man es wirklich dann schwarz auf weiß hat, ist es dann doch nochmal wirklich heftig. Deswegen bin ich ja jetzt umso dankbarer, dass mein Körper jetzt wieder ja, funktioniert und die Hormone langsam sich wieder einpendeln. Und das, ich merke einfach, mir geht es von Wochen zu Wochen besser, auch trainingsmäßig und so weiter. Und da muss man das einfach in Kauf nehmen, dass man jetzt auch zunimmt, mal ein paar Kilo mehr hat. Wenn ich will, habe ich die 3, 4, 5 Kilo in anderthalb Monat wieder unten. So ist es ja nicht. Aber jetzt ist einfach Heilung von meinem Körper einmal an erster Stelle und auch Leben. Und ich muss sagen, da ist in letzter Zeit einfach viel auf mich zukommen. Und ja, ich will mich da auch nicht rechtfertigen, muss ich auch nicht. Ich muss sagen, es trifft einen schon, wenn Leute einen so ansprechen, ja, wow, vor 2 Monaten warst du noch so richtig krass in Form und jetzt schaust du so aus, trainierst du überhaupt oder ich weiß nicht so. Aber ich sag mal, man muss damit umgehen können und ich finde es auch ganz wichtig, vor allem als Bikini-Athletin bzw. als weibliche Athletin, den Unterschied zwischen Wettkampfform und Off-Season-Form zu akzeptieren und zwischen diesen beiden eine gesunde Balance zu finden. Und das kennen leider die wenigsten. Ich bin froh, dass es bei mir mittlerweile funktioniert. Und wie gesagt, mal schauen, ob ich jemals einen Wettkampf mache oder nicht. Dazu will ich jetzt nichts sagen, aber ja, ich lasse es auf jeden Fall auf mich zukommen und mir war jetzt auf jeden Fall mal wichtig, dass ich das mit euch kommuniziere, was da einfach los ist in so einer Wettkampfdiät und dass das nicht einfach nur Ernährungsplan, Trainingsplan befolgen ist, sondern dass man damit wirklich mehr anrichten kann. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich über Feedback von euch und auch über ein Abo, weil ab jetzt gibt es jede Woche ein neues Video und ich freue mich auch, wenn ihr mich da unterstützt. Ja. Und sag danke fürs Zuschauen und bis bald.